Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Ja, heute geht es um die dritte Gabe der heiligen drei Könige, Myrrhe. Myrrhe, ein merkwürdiges Wort. Manche mögen vielleicht denken, das hat etwas mit Möhren zu tun, aber weit gefehlt. Myrrhe sieht eigentlich so aus. Das sind Myrrenkörner. Zeig's mal näher. Also eigentlich ähnlich wie der Weihrauch. Es ist ja ein Duft, es kann aber auch ein Öl sein, das benutzt wurde eigentlich beim Einbalsamieren des Leichnams. Es hat also etwas mit dem Tod zu tun. Und deshalb, vielleicht haben Sie sich gewundert, wurde zu Beginn dieses Videos ja ein Grablicht angezündet. Myrrhe steht ja für ein Grablicht, so könnten wir es sagen. Die Könige bringen also Weihrauch, es steht für den Gott, Gold steht für den König, für den edlen Menschen und in gewisser Weise ein Grablicht. Merkwürdig. Ja, das Grablicht deutet eben schon auf den Tod hin und dass dieser Tod dieses ja noch neugeborenen Kindes dann irgendwann in der Zukunft auch eine Bedeutung hat. Christus, Jesus, der Gott und Mensch, stirbt. Und er stirbt und im Sterben, im Tod, überwindet er den Tod. Er schenkt uns Menschen, er schenkt der ganzen Schöpfung Hoffnung auf die Auferstehung. Insofern deutet auch die Myrrhe oder die moderne Version der Myrrhe das Grablicht darauf hin, dass dieses Kind sterben wird, aber dass es eben auch auferstehen wird und dass wir Anteil haben an dieser Auferstehung Christi. Beten Sie das Vaterunser mit und denken Sie vielleicht besonders auch an liebe Menschen, die im letzten Jahr heimgegangen sind. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.